Hallöchen, frohes Ostern nachträglich. Ich hoffe, ihr wart nicht allzu besoffen an Silvester. In diesem Video werden wir uns der Frage aller Fragen widmen, und zwar: Was zum Teufel kannst du eigentlich tun, wenn dir eine Frau nicht mehr zurückschreibt? Ich meine, wir kennen das alle. Du schreibst mit dieser attraktiven, heißen Frau. Vielleicht willst du Sex mit ihr, vielleicht willst du eine Beziehung mit ihr. Aber spielt im Endeffekt keine Rolle, weil sie schreibt dir nicht zurück und das sieht so aus, als würdest du diese Frau niemals im echten Leben wiedersehen. Was kannst du jetzt tun? Ich werde dir hier nicht so einen Schwachsinn erzählen wie die meisten Flirt-Coaches. Weil wenn es um die Frage geht, was du tun kannst, wenn eine Frau nicht zurückschreibt, würden dir die meisten sagen, schreib ihr das, schreib ihr jenes, schreib ihr einen witzigen Text. Und ja, das kann durchaus funktionieren, aber nur dann, wenn du bereits sehr wichtig für diese Frau bist oder einen hohen Status kommuniziert hast. Und wenn eine Frau dir nicht zurückschreibt, dann ist das ziemlich unwahrscheinlich, was diesen Tipp absolut schwachsinnig macht. Ich werde dir hier eine Strategie zeigen, mit deren Hilfe du Frauen, die dir nicht zurückgeschrieben haben, das Gefühl geben kannst, dich unbedingt anschreiben zu müssen. Funktioniert mit ebenfalls hohem Status, Wertkommunikation. Aber bevor ich dir zeige, wie diese Technik funktioniert, schauen wir uns erstmal an, warum zum Teufel dir die Frau überhaupt nicht zurückschreibt. Weil es bringt nicht viel, wenn du das einfach machst, was ich sage, ohne zu checken, was eigentlich der Hintergrund ist. Ohne zu verstehen, warum die Frau dir nicht zurückgeschrieben hat. Also, warum schreibt dir eine Frau nicht zurück? Da gibt es insgesamt drei verschiedene Gründe. Nicht mehr, nicht weniger. Der erste Grund ist, dass du zu unattraktiv bist. Ja? Überraschung, wer hätte es gedacht. Und woran das liegt, kann ich dir hier in diesem Video auf keinen Fall sagen. Dafür müsste ich deinen Chat sehen. Das kann man nicht pauschalisieren. Vielleicht gefällt dir dein neues Profilbild nicht, weil du da drin echt scheiße aussiehst. Vielleicht hast du irgendwas Falsches geschrieben. Vielleicht hast du sie beleidigt, damit mangelnde Empathie gezeigt, was auch oft passiert. Vielleicht hat sie aber auch jemanden einfach Attraktiveres als dich in diesem Moment kennengelernt. Ist alles möglich. Woran es genau liegt, dass du unattraktiv bist, kannst du im Endeffekt nicht sagen. Aber seien wir mal ehrlich, du bist nicht dumm. Du weißt, wenn deine Frau keinen Bock auf dich hat. Es ist ziemlich leicht herauszulesen aus den Nachrichten. Deswegen ist es nicht der interessante Grund. Interessanter wird es beim zweiten Grund. Denn dieser ist, dass dir die Relevanz fehlt. Ja? Relevanz. Flirtcoaches erzählen dir immer, vor allem wenn es um Schreiben mit Frauen geht, dass du Anziehung und Vertrauen brauchst. Aber das stimmt nicht ganz. Klar, du brauchst Anziehung und Vertrauen, aber was ebenfalls erforderlich ist, damit dir eine Frau zurückschreibt, damit sie sich später mit dir trifft, damit sie immer mehr investiert in euren Kontakt, das ist Relevanz. Wie relevant bist du im Leben der Frau? Und Relevanz baust du dadurch auf, dass du sehr schnell eine Connection herstellst. Ja? Wenn du einfach nur eine massive Wertkommunikation machst, sagen wir, du hast das beste Profil oder du hast sie auf der Straße sehr gut angesprochen, aber in ihrem Leben geht einfach etwas Spannenderes vor, als du es gerade bist, dann fehlt dir die nötige Relevanz. So einfach ist das. Falls du dich vorhin gewundert hast, warum ich den Punkt nicht aufgezählt habe, warum dir eine Frau nicht zurückschreibt, was, wenn ihr Hamster gestorben ist, was, wenn sie gerade eine schwere Zeit hat, was, wenn sie irgendeine Prüfung hat oder so. Nein, das ist alles dieser Punkt. Egal, wer gerade gestorben ist, egal, was in ihrem Leben los ist, wenn du wichtig genug bist, wenn du genug Relevanz hast, wird sie sich trotzdem mit dir treffen. Ich meine, brechen wir das mal ganz logisch auf. Stell dir vor, da ist deine absolute Traumfrau. Ja, sieht aus wie ein Supermodel, hat den besten Charakter und du würdest alles dafür tun, um diese Frau zu bekommen. Sag mir mal, was zum Teufel kann passieren, damit du dieser Frau nicht zurückschreibst, damit du dich nicht mit ihr triffst? Du wirst immer die Zeit finden, das zu tun. So einfach ist es, egal was passiert. Und genau so geht es der Frau. Also, wenn die Relevanz fehlt und somit das Interesse fehlt, dann bist du einfach nicht interessant, nicht relevant genug.
Ja, der dritte Grund, das ist der mit Abstand interessanteste und darum geht es hier auch. Dieser ist, dass die Frau absichtlich nicht zurückschreibt, um ihr Ego zu schonen, sich nicht dumm vorzukommen und ihren Marktwert künstlich zu steigern. Und das ist übrigens der häufigste Grund. Wenn du alles richtig gemacht hast und dir eine Frau nicht antwortet, dann liegt es daran, sie will einfach ihren verdammten Marktwert erhöhen oder sie will ihr Ego bestärken, weil sie unbedingt will, dass du um sie kämpfst, dass du ihr zurückschreibst. Kann auch ein Test sein, aber das läuft alles auf das Gleiche hinaus. Die Frau macht es absichtlich. Du musst dir das so vorstellen. Frauen haben es, was diesen ersten Schritt, ja, jemanden finden, Sex bekommen, was diesen Schritt angeht, verdammt einfach. So einfach hast du es als der attraktivste Mann auf diesem Planeten nicht, außer du bist berühmt oder so. Du bist ein Superstar. Dann vielleicht und auch nur vielleicht. Aber immer noch hat so ziemlich jede durchschnittliche Frau, wenn du ein sehr attraktiver Mann bist, mehr Chancen auf Männer als du. Weil wir leben in einer Welt, wo Männer den Frauen hinterherlaufen, wo Männer den ersten Schritt machen. Und nicht umgekehrt. Wenn wir uns darüber näher unterhalten wollen, dann kann ich dir auch solche Sachen erzählen, wenn du tiefer gehen willst, wie dass wenn du als Mann geboren wirst, du deinen Marktwert erst erarbeiten musst. Also es kommt darauf an, was du im Leben machst und deine Frau hat diesen Marktwert bereits. Also es ist ein verdammt tiefes Thema, darüber sprechen wir jetzt nicht, sondern gerne in einem anderen Video. Aber der Konsens ist, dass Frauen einen sehr viel höheren Marktwert haben als du. Ganz einfach. Und deine Frau ist es nicht gewohnt, dass da auf einmal dieser coole Typ kommt mit ganz viel Auswahl und dir nicht mehr zurückschreibt. Eine Frau, vor allem eine attraktive Frau, ist gewohnt, dass die Männer ihr wie Hunde hinterherlaufen und wenn sie mal 10 Minuten nicht antwortet, sofort die nächste Nachricht schreiben. Das tust du natürlich nicht, wenn du diesen Kanal verfolgst. Übrigens, wenn du diesen Kanal nicht verfolgst, dann tust jetzt abonnieren, Glocke aktivieren. Sonst verpasst du die anderen wertvollen Videos. Also. Frauen sind einfach überrascht, auch gerne negativ überrascht, wenn du auf einmal anfängst, ihr nicht zurückzuschreiben und dich nicht wie der letzte bedürftige Vollidiot zu verhalten. Sie denkt auf einmal, okay, stimmt etwas mit mir nicht? Habe ich was falsch gemacht? Bin ich gar nicht so attraktiv? Habe ich gar nicht so einen guten Marktwert, wie ich es zuvor geglaubt habe? Oder ist dieser Typ tatsächlich so attraktiv, wie er zu sein scheint? Und hier fangen dann diese ganzen Tests an. Die Frau wird sich dumm vorkommen, wird sich komisch vorkommen, wenn sie dir zurückschreibt, wenn sie dir, ja, wenn sie dir auch von alleine schreibt. Und wir schieben mal halt diese ganzen Gründe beiseite. Ich denke, du hast es jetzt kapiert, ja? Jetzt wird es wirklich interessant, denn jetzt geht es darum, wie du das verändern kannst, wie du Frauen dazu bringen kannst, dich von alleine anzuschreiben. Wir sind hier in einer Scheißsituation. Du weißt jetzt, dass höchstwahrscheinlich die Frau dir absichtlich nicht zurückschreibt, weil ihr Ego ihr da im Weg steht und sie sich dumm vorkommt. Was passiert, wenn sie auf eine Nachricht von dir nicht antwortet? Ganz einfach. Jetzt wird sie sich noch viel dümmer vorkommen, dir im Nachhinein zu schreiben, als am Anfang dir einfach zurückzuschreiben. Weil vergleich mal diese beiden Situationen. Du schreibst eine Nachricht, sie schreibt eine Nachricht. Du schreibst eine Nachricht, sie schreibt eine Nachricht. Alles cool, ihrem Ego geht's gut. Und dann auf einmal haben wir die andere Situation. Du schreibst ihr zurück. Sie schreibt dir auf einmal nicht mehr zurück. Warum auch immer, um diese ganzen Spielchen zu spielen. Wenn sie sich jetzt einen Tag später bei dir meldet, dann sieht das verdammt komisch aus. Dann tut das weh. Dann tut das ihrem Ego weh. Und das will die Frau nicht. Deswegen ist es ein viel größerer Schmerz für sie, dir jetzt zurückzuschreiben. Stunden oder Tage später, als es der Fall gewesen wäre, ja, wenn sie dir sofort zurückgeschrieben hätte. Darum geht es. Also, was kannst du jetzt tun? Wenn diese dritte Situation bei dir der Fall ist, wenn sie das extra macht und du nicht gerade der unattraktivste Typ auf diesem Planeten bist, dann wäre es jetzt dämlich, einen witzigen Text zu schreiben. Dann wäre es jetzt dämlich, ihr zu schreiben, weil du somit ihr Ego streichelst und dich dadurch weniger attraktiv machst. Weil sie hat diese Gedankengänge, auch wenn die unterbewusster Natur sind, ist er jetzt attraktiv oder ist mein Marktwert gering? Ja, sie kann sich nicht entscheiden, was ist der Fall? Und wenn du jetzt von alleine schreibst, wie ein bedürftiger Typ, dann hast du ja halt bewiesen, dass dein Marktwert doch nicht so hoch ist, wie sie am Anfang geglaubt hat.
Also tust du Folgendes. Du postest eine Story, ein Bild, was auch immer. Es ist egal, wo du mit der Frau schreibst. Du hast überall die Möglichkeit. Sei es jetzt Snapchat, da kannst du eine Story hochladen, was du gerade machst. WhatsApp, kannst du dein WhatsApp-Profilbild ändern, kannst du auch eine Story hochladen. Facebook, genau das gleiche. Instagram, überall der gleiche Scheiß. Es ist egal, wo du mit deiner Frau schreibst. Du hast immer die Möglichkeit, eine Story hochzuladen. Und das tust du jetzt. Weil sie überlegt sich schon die ganze Zeit, soll ich ihm schreiben? Eigentlich will ich ihn ja kennenlernen. Und mit jeder Minute, jeder Stunde, jedem Tag, der vergeht und sie sich das überlegt und du weiter stur ihr nicht zurückschreibst, wirst du attraktiver, wird dein Marktwert höher, 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 höher. Bis er wieder auf einmal fällt, weil sie dich vergisst. Es ist immer so eine Kurve und dann geht es auf einmal nach unten, wenn sie jemand anders kennenlernt, wenn sie dich vergisst. Und wenn du jetzt eine Story machst, dann bleibst du erstens in ihrer Erinnerung, womit du diesen Zeitraum verlängerst. Und zweitens ist es für sie umso verlockender, dich von alleine anzuschreiben. Weil überleg mal, du bist in dieser Situation, du hast diese heiße Frau, die du unbedingt in einer Beziehung willst. Und du denkst die ganze Zeit, okay, ich darf ihr nicht schreiben, darf ihr nicht schreiben, darf ihr nicht schreiben. Und dann postet sie auf einmal eine Story, die dir das Gefühl gibt, ja Mann, jetzt muss ich ihr unbedingt schreiben. Ja, das ist die gleiche Situation, die die Frau dann erfährt bei sich. Die Frage ist jetzt, was für eine Story soll das sein? Wichtig ist, dass sie nicht diesmal zu wertkommunikativ ist. Wertkommunikation ist, wenn du deinen Status kommunizierst. Und zum Beispiel, wenn du, sagen wir es ganz überspitzt, ein Foto mit deinem Ferrari machst. Wenn du der Veranstalter einer riesigen Party bist. Wenn du einen großen Freundeskreis hast und da der Anführer bist und das in einem Bild offensichtlich machst, dann ist das Wertkommunikation. Es zeigt, dass du einen hohen Status hast. Und hier bei diesem Bild darfst du das eben nicht machen. Weil guck mal, ihr Ego sagt nein. Ihr Gefühl sagt ja. Was tust du, wenn du jetzt so einen Overkill machst? Wenn du einen absoluten Overkill mit deinem Status kommunizierst? Dann wird ihr Ego gewinnen. Ja, sie wird sagen, ich habe eh keine Chance. Der Typ hat jetzt bewiesen, dass er einen hohen Marktwert hat. Okay, aber ich komme jetzt echt dämlich vor, wenn ich ihm von alleine zurückschreibe. Deswegen lass den Scheiß und kommuniziere etwas Sympathisches. Wie du einen Kuchen backst, wie du mit einem kleinen Kind spielst, wie du deine Katze streichelst, deinen Hund, deinen Hamster, was auch immer. So ein ganz süßes, unschuldiges Bild. Oder du liest ein Buch. Hauptsache, es ist sehr sympathisch und nicht allzu wertkommunikativ. Und dann wird die Frau am ehesten dich anschreiben. So einfach ist es. Weil vor allem, wenn du so ein sympathisches Bild ohne zu viel Wertkommunikation postest, dann machst du es ihr verdammt leicht, dich anzuschreiben. Gibst du ihr einen verdammten Grund, und darum geht es, anstatt diesen Overkill zu machen. Und darauf kannst du auch achten. Gib ihr ruhig diesen Grund. Zum Beispiel, wir nehmen mal das Beispiel mit dem Haustier. Du streichelst eine Katze. Wenn sie dich jetzt anschreibt mit, oh, die Katze ist aber echt süß, dann hat sie Ego nicht allzu sehr verletzt, weil sie hatte einen Grund, dich anzuschreiben. Es ist die Katze, es bist nicht du, dieser attraktive Typ. Es ist die verdammte Katze. Und somit fällt es ihrem Ego leichter. Ja, das ist das Ganze zusammengefasst. Ich würde immer so vorgehen, jedes einzelne Mal, weil wenn du einfach das Pareto-Prinzip beachtest, ja, dann ist es so, dass die Frauen, die dich wirklich wollen, auch die sind, mit denen du am Ende eine Beziehung hast oder einfach nur romantische, schöne Dates, eine schöne Zeit verbringst. Und diese Frauen, die du nur bekommen hättest, wenn du sie anschreibst, mit ganz viel Rumgepusche, diese Frauen sind es eh nicht wert meistens, ja? Vielleicht eine von 100, möglicherweise, ist nicht die Erfahrung, die ich und meine Klienten gemacht haben. Es sind immer, die Frauen sind wirklich interessant, das sind immer die interessantesten Frauen, die du mit dieser Technik bekommst, weil diese Frauen wollen dich wirklich, diese Frauen sind interessiert an deinem echten Charakter, wie du tickst, und fahren nicht auf ausschließlich Wertkommunikation ab. Also, lange Rede, kurzer Sinn, mach das. Ja. Hör auf, irgendwelche Scheißtexte zu schreiben.
sondern mach genau das, was ich dir in diesem Video gesagt habe. Mach die High-Status-Methode. Wenn du lernen willst, wie du von Anfang an diesen hohen Status kommunizieren kannst, so dass es gar nicht erst dazu kommt, dass deine Frau nicht mehr antwortet, dann klick auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Denn da kommst du zum kostenlosen Erstgespräch für das High-Status-Coaching. Das High-Status-Coaching ist mit ein paar einfachen Worten zusammengefasst ein Coaching, wo ich dir beibringe, wie du ein System aufbaust, heißt per Online-Dating, Instagram, Social Media, welches dir die attraktivsten Dates beschafft. Ja, du musst am Ende nicht viel machen, wir bauen ein Profil auf, wir bringen dir bei, wie du genau mit den Frauen texten musst, damit sie dich nach einem Date fragen, und dann hast du dieses Date und hast bei diesem Date so einen Status, was deutlich einfacher ist als so manche andere Strategie. Also klick jetzt auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Erstes Jahr bedeutet, wir qualifizieren sehr streng vor, weil sich jetzt gerade vor allem sehr, sehr viele Leute eintragen. Gib dir Mühe bei deiner Bewerbung und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, ciao.